Guten Tag, liebe Zuschauer, willkommen hier bei uns auf TVL1. Sie haben genau richtig eingeschaltet. Es ist wieder Zeit für eine neue Auflage Ihrer wöchentlichen Sendung in deutscher Sprache Akzente. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Fast 100 Minuten werden wir heute wieder zusammen verbringen. Für diesen Nachmittag haben wir uns so einiges vorgenommen. Hier die Titel im Überblick. 60 Jahre Schwarzer Kirche Prozess. Malteser Hilfsdienst. Peter Jacobi stellt in Hermannstadt aus. Klaus Fabricius und sein Donaudelta. Die Künstlerfamilie Matthias Deutsch in Temeswar. Und in Memoriam Bernd von Bömches. Soweit die heutigen Titel. Wir legen los mit den Nachrichten der vergangenen Tage. Meine Kollegen halten Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Geschehnissen landesweit. Geht heute ein Provisorat zu Ende. Es ist ja so, dass unsere Siebenbürger Sachsen gewohnt waren, in großen, schönen Kirchenräumen Gottesdienst zu feiern. Das war bis 1989 so, aber die Gemeinde ist nachher kleiner geworden. Und es war ja vor allem auch das Problem, dass in der kalten Jahreszeit der große Kirchenraum eigentlich nicht beheizbar war. Und so ist dann die Idee entstanden, dass man in einem beheizbaren Raum den Gottesdienst hält. In den letzten 15 Jahren hat man sich ja mehr oder weniger schwer damit getan. Es gab auch Leute im Kirchenvorstand, im Presbyterium, die gerne gewollt hätten, dass wir eine Heizung in die Kirche bauen. Man hat aber davon abgesehen, weil wir sowieso so wenige sind, dass dieser Raum groß genug ist, um hier Gottesdienst zu feiern. Und dann haben wir gesagt, wir gestalten ihn würdig. Wir haben also einmal die Orgel aus der Siechhofkirche. Ich weiß nicht, wem die bekannt ist. Das ist ein kleines Kirchlein hier in Schäßburg. Es gab jenseits der Kockel ein sogenanntes Leprosorium, darum Siechhof. Diese Kirche ist 1990 der griechisch-katholischen Gemeinde gegeben worden in Verwahrung. Aber die haben natürlich die Orgel nicht gebraucht, weil die byzantinische Liturgie ja keine Musikinstrumente kennt. Die Orgel ist also nicht mehr bespielt worden, war also nicht mehr zu gebrauchen. Diese Orgel ist restauriert worden von der Orgelwerkstatt in Honigberg. Dieselbe Orgelwerkstatt hat in ihrer Schreinerei diesen schönen Altar hergestellt, der ja stilistisch und auch farblich mit der Orgel zusammenpasst. Und wir haben noch ein Taufbecken bzw. eine Taufschale mit Taufkanne, die haben wir geschenkt bekommen aus Deutschland. Wir können also hier in diesem Gottesdienstraum in der Winterzeit den Gottesdienst und auch die Kasualhandlungen abhalten und auch die Sakramente verwalten. Wir können Abendmahl reichen, wir können taufen. Es ist also ein vollwertiger Gottesdienstraum. Vor kurzem wurde die neueste CD von Peter Dengel und seine fidelen Siebenbürger Adjuvanten lanciert. Mit von der Partie war diesmal auch das Schwabenland-Duo. Unter dem Titel »So schön klingt Blasmusik« können die Musikliebhaber 14 Märsche, Walzer und Polkas entdecken. Schwerpunkt der CD sind die anspruchsvollen Meisterstücke von Michael Binder aus Petersdorf. Im Folgenden bieten wir Ihnen eine unserer Aufnahmen mit den Siebenbürger Adjuvanten als kleine Kostprobe an. Thank you.
60 Jahre sind seit dem sogenannten Schwarze Kirche-Prozess verstrichen, in dem 20 Angehörige der deutschen Minderheit verfolgt, verurteilt und inhaftiert worden sind. Dazu fand in Kronstadt eine Gedenkveranstaltung statt, im Rahmen derer auch eine Skulptur von Stadtpfarrer Konrad Möckel enthüllt wurde. Der Autor Julian Dumitru hat sie nach einem Werk des Künstlers Richard Böge aus dem Jahr 1938 in Bronze nachgegossen. Die Büste ergänzt nun die Porträtgalerie der Kronstädter Stadtpfarrer im Kapitelzimmer. Der Opfer des sogenannten Schwarze Kirche-Prozesses wurde im Frühling dieses Jahres mit einer Veranstaltung im Kapitelzimmer des Stadtpfarrhauses von Kronstadt gedacht. Der Choral »Wach auf, du Geist der ersten Zeugen«, gemeinsam gesungen mit Begleitung des Unisono-Quartetts, das für den musikalischen Teil dieser Gedenkveranstaltung sorgte, leitete die geistliche Handlung ein für die Enthüllung des Porträts von Stadtpfarrer Dr. Konrad Möckel und der Gedenkplatte zum Schwarzer Kirche-Prozess. Konrad Möckel, Naturwissenschaftler, Theologe und zwischen 1933 und 1958 Kronstädter Stadtpfarrer, war einer der Hauptangeklagten im sogenannten Schwarzer Kirche-Prozess des Jahres 1958. Zwanzig Kronstädter sächsische Intellektuelle, die meisten von ihnen junge Leute zwischen 20 und 28, wurden damals nach monatelangen Verhören durch die Securitate zu jahrelangen, neun von ihnen zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Einige von ihnen waren befreundet gewesen und hatten sich zu Diskussionsabenden regelmäßig getroffen. Andere hatten behördlich genehmigte kulturelle Initiativen gehabt, wie die Gründung eines Lesekreises im LKW-Werk, oder sie hatten die Jugendstunden von Pfarrer Möckel besucht. Andere hatten nur das Pech, die Kinder einer einst führenden sächsischen Persönlichkeit zu sein. Also herzlich willkommen, Herrn Karl Dendorfer, Herrn Gerhard Gross. Stadtpfarrer Christian Pleier eröffnete die Veranstaltung, an der auch der emeritierte Bischof der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, die Dr. Christoph Klein, teilnahm. Zugegen waren auch drei der damaligen Opfer, Karl Dendorfer, Gerhard Groß und Kurt Felix Schlattner, sowie Mitglieder der Familie Möckel. Frau Maria Möckel und Herrn Konrad Möckel, herzlich willkommen. So sei nun diese Büste gesegneten Gedenken an die Persönlichkeit und an das Glaubenszeugnis von Stadtpfarrer Dr. Konrad Möckel übergeben. Und die Gedenktafel für die Opfer des Schwarzen Kirche-Prozesses ehrender Erinnerung überlassen. Über die Persönlichkeit von Dr. Möckel, seine theologische und geistliche Entwicklung, über die Nachwirkungen seiner Tätigkeit in der Honteus-Gemeinde mit besonderem Vermerk des Dienstes an jungen Leuten, der selbst in der schweren Haftzeit nicht abgebrochen wurde, sprach Altbischof Dr. Christoph Klein in seinem Vortrag Dr. Konrad Möckel als Pfarrer und Theologe in schweren Zeiten. Die starke Prägung Konrad Möckels durch das tradierte volkskirchliche Leben in Siebenbürgen innerhalb der uns wohlbekannten, bewährten nachbarschaftlichen Strukturen ging auf seine Erfahrungen in seiner ersten Gemeinde Großbold zurück. Hier wirkte er von 1925 bis 1933, ehe er zum Kronstädter Stadtpfarrer berufen wurde. Mit diesem feierlichen Akt der Enthüllung der Büste von Stadtpfarrer Konrad Möckel
hat er nun nach vielen Jahren seinen verdienten Platz in diesem Kapitelzimmer gefunden und das neben seinen Vorgängern, die eben solche große Persönlichkeiten waren, wie er es war. Er sieht uns nun an. Er ist nun in einer ganz bestimmten Weise unter uns fortan im Bewusstsein der Honterus-Gemeinde präsent. Und er sieht auch uns Hörer und Hörerinnen heute hier an. Vor uns versteht sein Gesicht und spricht zu uns. Den zweiten Vortrag des Abends, 60 Jahre seit dem Schwarzer Kirche-Prozess Effekt und Folgen, hielt Thomas Schindeladio, der sich mit diesem Thema jahrelang auseinandergesetzt hat. Der Schwarze Kirche-Prozess begann nämlich aktenmäßig als Überwachungsakte einer Gruppe von Jugendlichen, die auf die Überschrift hörte: Horst Deppner, Günter Volkmer, Karl Dendorfer, Schialzi. Also diese drei und andere, und man findet noch viele andere Bezeichnungen der Securitate Dossale. Ereignet hatte sich eigentlich nichts Unnormales. Jugendliche trachteten danach, ihre Freizeit miteinander und sinnvoll zu gestalten. Die Ereignisse in Ungarn bewirkten eine gewisse Politisierung der Diskussionen. Die Ideen, die dabei ins Spiel kamen, für den Fall, dass sich die revolutionären Ereignisse auf Rumänien ausbreiten sollten, waren weit, weit davon entfernt, konkrete Formen anzunehmen. Für die Securitate reichte die sogenannte Sachlage aus, um durch die ihr typischen sprachlichen Transponierungsprozesse in den sogenannten Limbage de Lem, die Holzsprache, politische Schuld durch nicht enden wollende Verhöre zu konstruieren, die als Technik darauf aus waren, den Gefangenen zum Nachgeben, zum Unterschreiben unwahrer, weil übertriebener Aussagen zu bringen, um ihn psychisch zu brechen und zur Verinnerlichung einer Schuld trotz offensichtlicher Unschuld zu bringen. Eins ist andere gegeben, so hat der 60-jährige Jahrestag des Prozesses vom Garda Tineretului Român und der 23. Kongress von Interasso, der in den letzten Tagen hier stattgefunden hat, sich zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Und da ist der Schwarze Kirche-Prozess ein erschütterndes Beispiel, wohin das führen kann. Hier ging es ja nicht darum, einem Gebäude einen Prozess zu machen, was ja sowieso ein Nonsens ist, sondern es ging um all die Themen, die zentral für die deutsche Minderheit und für die evangelische Kirche in Rumänien waren, für ihre Existenz und ihre Zukunft, nämlich um den Erhalt dessen, was man ist, als einer sprachlichen und kulturellen Minderheit mit der eigenen Kirche, mit der eigenen Jugendarbeit und all diese Dinge standen letztendlich in einer äußerst eigenartigen Gerichtsverhandlung, die nach jeglicher menschlicher Logik eigentlich so nie hätte stattfinden dürfen. Aber genau das ist ja das Wesen der politisierten Justiz, dass man mit ihr die Tatsachen in ihr Gegenteil verdrehen und verbiegen kann, sodass man damit eigentlich erst die Willkürherrschaft oder die Diktatur zur Realität werden lässt. Darüber reden wir. Das war vor 60 Jahren eine traurige Realität und das ist heute die Gefahr. Also es hat mein ganzes Leben geprägt und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich ins Gefängnis gekommen bin. Ich habe da die Elite Rumäniens gehabt. Ich war als Hochverräter und Landesverräter mit der Elite Rumäniens zusammen. Und muss sagen, dass ich also charakterlich geprägt wurde, Charakterentwicklung und ein Studium Generale gemacht hat. Weil dort ja Professoren waren, Hochschulprofessoren und Bischöfe und alle möglichen Priester, Mohammedaner, die dann gerne über sich und ihre Weltanschauung gesprochen haben. Wie blicken Sie heute darauf zurück?
mit Dankbarkeit. Gerhard Groß ist einer der Zeitzeugen. Für ihn, aber auch für die nachkommenden Generationen bleiben noch viele Fragen offen, so auch die Wunden. Konrad Möckel hatte 25 Jahre als Stadtpfarrer in Kronstadt gewirkt und selbst während seiner schweren Haft Vorträge für seine Mithäftlinge gehalten. Eine Zeit, die für die Opfer und ihre Familien stets in wacher Erinnerung bleiben wird. Der Malteser Hospitaldienst Österreich organisierte in diesem Sommer eine Rumänienreise für mehrere Personen mit Behinderung. Die Rundreise startete in Frauenbach, umfasste die wichtigsten Städte Siebenbürgens und endete in Temeswar. Mit der Gruppe traf sich am Temeswarer Domplatz unser Korrespondent vor Ort, Adi Ardelan. 12 sehenswürdige Reiseziele in 8 Tagen für 6 Personen aus Österreich, die unter verschiedenen physischen oder psychischen Problemen leiden und die eine Betreuung rund um die Uhr benötigen. Ein Sonderdienst für die Bedürftigen und deren Familien, eine Normalität für einen funktionierenden Staat, eine gute Tat seitens der freiwilligen Kavaliere und Damen des Malteserordens. Solche Ferienangebote bietet der Malteser Hospitaldienst Österreich jedes Jahr. Die Initiative, die diesjährige Reise nach Siebenbürgen zu planen, hatte Dominik Landshutzdorfer, ein Freiwilliger des Malteserdienstes mit rumänischen Wurzeln. Meine Mutter stammt aus Siebenbürgen, das heißt, ich habe sehr viel Zeit als Kind hier in Rumänien verbracht. Und letzten Sommer durfte ich mit meinen besten Freunden eine 2-wöchige Roadtrip-Reise durch Rumänien machen. Wir haben diese Zeit sehr genossen und daraufhin kam die Idee, dass wir das mit unseren Gästen bei den Maltesern auch machen möchten. Einer dieser Freunde ist diese Woche sogar mitgekommen und wir haben die Highlights der letztjährigen Reise versucht zu bereisen. Meine Eindrücke wie immer von Rumänien, von Siebenbürgen, fantastisch, wunderschön. Ich fühle mich sehr hingezogen zum Land meiner Vorfahren auch. Das heißt, ich bin sowohl Österreicher als auch Rumäne. Es ist einfach herrlich, schön hier zu sein. Und es war mir besonders eine große Freude, auch anderen Menschen die Schönheit Siebenbürgens näher zu bringen. Als Endstation der Siebenbürgenreise wurde nicht zufällig die Hauptstadt des Banats gewählt, denn der Leiter der Delegation war ebenfalls ein Österreicher mit rumänischen Wurzeln, Călin Piescu, ein gebürtiger Temesfahrer und Absolvent der Nikolaus-Lenau-Schule. Es ist spezifizierte Siebenbürgener Rundreise. Eigentlich die erste Nacht haben wir zwar in Bayamar und die letzte in Temeswar geschlafen, aber eigentlich ansonsten haben wir Klausenburg, Aiud, Schäßburg, Kronstadt, Mikvalo, Schumlevčuk und Hermannstadt auf der Rückreise gesehen. Wir haben 6 Betreute, Leute mit verschiedenen Problemen, physische und psychische Probleme, die wir hier betreuen, denen wir einen 8-tägigen Urlaub erlauben und nicht nur ihnen selber einen Urlaub gewähren, sondern auch ihren Eltern oder Geschwistern, die sie pflegen. Jetzt sind die eine Woche lang allein und können auch ausruhen, entspannen und müssen sich in dieser Woche nicht um ihre Familie, um ihren Familienmitglied kümmern. Und außer den 6 Betreuten sind wir 8 Malteser, die sie betreuen. Das finanzieren der Malteser Hilfsdienst aus Österreich durch Spenden, durch Sammelaktionen, durch unsere medizinischen Dienste, die wir leisten. Also wenn wir medizinische Dienste leisten, Sanitätsdienst, dann kriegen wir von der Krankenkasse das Geld bezahlt. Aber wir sind ehrenamtlich, wir nehmen das Geld nicht für uns, sondern das kommt dann in die Kasse des Hilfsdienstes und somit wird es dann für solche Dienste verwendet. Das wird jedes Jahr in Österreich finden mehrere solche Dienste statt. Mal ans Meer, an die Adria, mal in die Berge zu einem Rafting, mal einfach eine Städtereise. Haben wir letztes Jahr ziemlich die gleiche Gruppe eine Städtereise nach Prag gemacht. Das war 3-4 Tage. Also manchmal sind Sonderdienste nur 2-3 Tage. Schon 5 Tage, 8 Tage ist, glaube ich, der längste Dienst seit langem. Aber was wir noch sonst organisieren, das ist dann nicht mehr ein Sonderdienst, sondern das ist ein regelmäßiger Dienst, auch wenn es nur einmal im Jahr stattfindet. Das ist die Pilgerfahrt nach Lourdes am 1. Maiwochenende. Da sind alle Malteser, die meisten Malteser weltweit, kommen zusammen in Lourdes mit ihren Betreuten. Da sind wir an die 6.000 Malteser, 3.000 Betreute, 500 Priester. Also es ist eine sehr, sehr große Aktion.
in Temeswar besichtigte die Gruppe am Domplatz unter der Führung des Archivars der römisch-katholischen Diözese Claudio Kalin den St. Georgsdom sowie die serbisch-orthodoxe Kirche. Die Malteser Kavaliere und Damen sind freiwillige Helfer, die aus Überzeugung diesen Dienst antreten. Ihre Motivation ist religiöser Art und basiert auf dem Glauben an Gott sowie auf Nächstenliebe. Es geht uns gut. Wir wollen den anderen helfen, denen es nicht so gut geht. Und es ist eine Stelle im Matthäusevangelium, in der Jesus seinen Jüngern und uns dadurch sagt, wie, was ihr meinem geringsten Bruder gemacht habt, das habt ihr mir getan. Was ihr dem geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also das, der Dienst an den Mitbrüdern, an den armen Mitbrüdern, an den leidenden Mitbrüdern, ist ein Dienst an Jesus selber. Und das ist die Hauptmotivation. Unser Motto ist auf Lateinisch Twitio Fidei et Obsequium Pauperum, das heißt Bekenntnis des Glaubens und Betreuung der Bedürftigen. Und diese Betreuung der Bedürftigen oder Hilfe der Bedürftigen hat als Quelle eben den Glauben, dieses Glaubensbekenntnis. Die Rumänienreise war interessant sowohl für die 8 freiwilligen Betreuer als auch für ihre 6 Betreuten. Cecily ist eine von ihnen und sie teilt ihre Eindrücke mit, nämlich was ihr auf dieser Reise alles gefallen hat. Die Burgen, auf die Burg raufgehen, das Eis, die Schokolade, der See, das Schwimmen, die Gemeinschaft. Die Freundlichkeit der Malteser. Und was sie zurück nach Österreich aus dieser Rumänienreise mitnimmt? Dass es hier alles super freundlich ist und dass es ein schönes Land ist, aber die Leute hier viel weniger verdienen als in Österreich. Okay, ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich, dass es bisher so gut gelaufen ist. Wir haben einen einzigen halbwegs regnerischen Tag gehabt, leider auf dem Transfagrashan, aber als wir oben angekommen sind, war das Wetter wieder gut. Die Sonne ist ein wenig rausgekommen, also wir konnten auch diesen herrlichen Ausblick auf Transfagrashan sehen. Manchen hat Kronstadt sehr gut gefahren, anderen hat Hermannstadt sehr gut gefahren, anderen Schäßburg, Rebs, die alte Burg. Wir haben die Tartlau und Honigberg, die 2 Kirchenburgen, besucht. Also wir haben ziemlich viele so mittelalterliche Gebäude und Bauten gesehen, Burgen. Wir sind sehr zufrieden, auch wenn Temeswar jetzt keine Burg ist und keine Vorweis. Außer diese alte Bastei, aber dieser wunderschöne Domplatz im Wiener Barock, der beeindruckt alle. Ich hoffe, dass das eine gewisse Wiederholung haben wird. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht alle 2 oder 3 Jahre. Das war jetzt nur ein Kennenlernen. Man konnte in diesen, also in 8 Tagen haben wir, ich glaube, 10 Städte gesehen. 2-3 Stunden in einer Stadt, 2-3 Stunden in der anderen Stadt, viel fahren. Und somit konnte man nicht wirklich weder Kronstadt noch Hermannstadt noch Klausenburg noch Temeswar kennenlernen. Aber man hat einen Appetit jetzt bekommen, hoffe ich. Und das werden die Kollegen bestimmt jetzt in Wien weitergeben. Wir haben schon einige Fotos geschickt und die Resonanz ist sehr gut. Also wir hoffen sehr, dass die österreichischen Malteser sich dann auch in den Aktionen der rumänischen Malteser involvieren. Wir haben ja fast in jeder Stadt die Malteser aus Rumänien kennengelernt. Jetzt die aus Temeswar sind hier mit uns, aber in Klausenburg, in Hermannstadt, in Kronstadt, in Mikfalo, überall waren die Malteser dabei. Wir waren im Malteser Camp in Mikfalo und ich hoffe, dass meine Kollegen aus Wien bald meine Kollegen aus Rumänien wieder besuchen werden. Die Einladung wurde ausgesprochen und ich hoffe sehr, dass sie wiederholt wird. Der aus Ploiești stammende und in Wurmloch lebende Bildhauer, Maler und Fotograf Peter Jacobi kam in diesem Sommer mit einer neuen Ausstellung nach Hermannstadt. Die Exponate der Ausstellungsreihen Gedenkpavillon Bruckenthal und Stillleben nach dem Exodus stellen das Resultat mehrerer theoretischer Studien dar, die der Künstler als Grundlage für seine Arbeiten nutzte. Doch mehr erfahren Sie von Peter Jacobi selbst. Die Galerie für zeitgenössische Kunst des Bruckenthal-Museums in der Hermannstädter Quergasse beherbergte im Sommer eine Ausstellung mit den Forschungsergebnissen zum Thema ethnische Minderheiten in der visuellen Kunst, Fokus Rumänien. Musik.
Das Projekt ging vom Bukarester Postmodernismusmuseum aus. Erforscht wurde der reichhaltige und vielfältige visuelle Dialog zwischen dem multikulturellen und multiethnischen Kulturerbe Rumäniens im Kontext der Jahrhundertfeier der Vereinigung. Sichtbar gemacht wurde der soziale und politische Kontext durch eine Reihe von Schautafeln und vor allem durch Kunstwerke der Künstler aus den Reihen der nationalen Minderheit. Davon Peter Jacobi, der im Rahmen dieser Ausstellung unter anderem seine neuesten Bildcollagen zeigte. Ausstellung in diesem wirklich sehr schönen Raum, der perfekt auf internationalem Standard ist, habe ich meine letzten Bildkompositionen mit Bezug zu Siebenbürgen und zu meiner langjährigen Beschäftigung mit den Kirchenburgen ausgestellt. Zum Beispiel sind wir hier vor einer Zusammenstellung, die mehrere Ebenen hat. Zuerst habe ich diesen Fond gemacht, diesen dramatischen Fond, der durchaus in meiner Erinnerung auf die vielen auch verlassenen oder halb verlassenen Kirchen und Kirchenburgen oder Pfarrhäuser erinnern soll. Als zweites habe ich hier eines meiner Ehrenbilder eingebracht, die natürlich auf den starken landwirtschaftlichen Charakter Siebenbürgens hinweisen mögen. In der Mitte ist eine Bresche, eine ganz mysteriöse Bresche. Ich habe mir nie erklären können, wie diese Bresche hier in dieses Weizenfeld hereingekommen ist. Ich fand das dann auch irgendwie symbolisch, dieser Bruch, dieser Eingriff in das einst zusammenhängende Gebilde oder Kornfeld in diesem Fall. Hier vorne ist ein Torso, der eine Studie für eine Kreuzigung darstellt. Eine gleiche Skulptur habe ich dem Bischöflichen Museum geschenkt. Es geht um eine nicht nackte Figur, eine in Gewand gebundene Figur, die fragmentartig auf eine Kreuzigung hinwartet. Das ist eine Bronzefigur, die, wie gesagt, hier in Hermannstadt im Bischöflichen Museum auch zu sehen ist. Dann sind das hier Fragmente, Artefakte, Objekte, die ich zum Teil in den verlassenen Kirchen am Boden liegend gefunden habe. Gesangsbücher, zwei, drei Gesangsbücher, eine Ofenkachel, eine Nageltasche, und zwar war das in Streitfort. Das ist der Ort, wo mein Vater geboren wurde, und mein Urgroßvater war der Bürgermeister, der Richter, wie man sagte, dieses Ortes. Eine Feldflasche, vielleicht aus dem Ersten Weltkrieg, und eine Axt, die ja so symbolisch für das Ganze ist. Die Ankömmlinge waren mit Äxten bewaffnet und haben dann den Urwald dieser Gegend einfach niedergemacht und haben dann gesiedelt. Das ist ein Krug von 1869, den habe ich natürlich nicht aufgefunden, aber den habe ich in meiner Sammlung. Der Bildhauer Peter Jacobi präsentierte in dieser Ausstellung auch zwei Vorschläge für einen sogenannten Bruckenthal-Gedenkpavillon. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem wunderbaren Haus, das einmal ein Kino war, wo ich in meiner Kindheit viele Cowboy-Filme und sonstige Filme gesehen habe, das nun heute zu einem Museum konvertiert ist, meine Werke ausstellen kann. Es geht hauptsächlich um diese zwei Architektur-Skulpturmodelle, die ich zu Ehren Bruckenthals entworfen habe. Und zwar ist
die Zeit sehr weit zurückliegend, in der ich die ersten Entwürfe, Zeichnungen und Projekte gemacht habe, fast 30 Jahre. Das war noch zu Zeiten, wie Christoph Klein Bischof war und wie Hans Klein sein Vize war. Da haben wir schon auch mit Hermann Fabini über die Möglichkeit eines solchen Denkmals gesprochen. Bruckenthal hat hinterlassen, dass er selbst kein figürliches Denkmal haben möchte. Und so habe ich von aller Anfang an immer an eine Skulptur, Architektur gedacht, die einen abstrakten, aber dann doch nicht ganz abstrakten Charakter haben soll. Wir haben diesen Pavillon, diesen Gedenkpavillon, der aus einer alten Tradition kommt. Es gab die Musikpavillons, die Liebespavillons, die was auch immer Pavillons. Und aus dieser Tradition heraus habe ich diese Sache entworfen, diese Arbeit entworfen. Obwohl es eine anscheinend abstrakte Skulptur ist, ist sie voller Bedeutungen und voller Symbole. Wir haben ein Siebeneck. Natürlich, es liegt auf der Hand, sieben Bürgen, sieben Burgen, sieben Ecken. Auch haben wir jeweils ein Paar, ein Säulenpaar aus feinen, delikaten Säulen, die ein großes Gewicht tragen, die ein bisschen mit dem Moment der vielleicht auch der Unsicherheit, der physischen Unsicherheit arbeiten. Also normal sind wir gewöhnt, dass eine fette Säule eine flache Fläche hält. Aber hier sind es diese delikaten Säulen, durch die der Wind bläst, die dann diese großen Flächen hier oben tragen. Es ist so, die moderne Sprache, die heutige Sprache der Gegenwartsskulptur bringt mich dazu, eine Art Risiko einzugehen. Es ist so einfach, eine klassische Struktur zu machen, aber wenn du einen Ausdruck aus deiner Zeit bringst, dann musst du gewisse Begriffe umkehren. Also anstatt das Schwere unten zu haben, habe ich das Schwere nach oben genommen. Es ist vielleicht auch ein bisschen für die großartige Bürde, die Baron von Bruckenthal in Wien zu tragen hatte als Evangelischer in der strikt katholischen Gemeinschaft Wiens. Aber das ist vielleicht zu weitgehend. 2005 hat der Hermannstädter Stadtrat den Beschluss gefasst, für Bruckenthal ein Denkmal errichten zu lassen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Stadtverwaltung mit dem Gedanken bereits damit auseinandergesetzt hat. Denn 2021 werden 300 Jahre seit der Geburt des ehemaligen Gouverneurs von Siebenbürgen gefeiert. Ein guter Moment für die Erfüllung eines solchen Vorhabens. Jedenfalls sind auch die sieben Begriffe der Glaube, Ehrlichkeit, Courage und so weiter, sieben klassische Begriffe, die hier ins Spiel gebracht werden können. Das Werk soll aus Bronzeblech gemacht werden und zusammengeschweißt, zusammen stabilisiert, und innen hat es eine Edelstahlstruktur, die dem Ganzen eine starke Stabilität gibt. Der Boden wird wahrscheinlich aus Granit, aus einem roten Granit sein, der dann zusammen mit der roten Patina der Bronze gut funktionieren wird. Es ist mir ein Anliegen, ich bin ja hier in Hermannstadt aufgewachsen, bin als Kind in die Bruckenthal-Schule gegangen, habe dann im Lyzeum Görge Laser in der ersten deutschen Abteilung mein Abitur gemacht und habe das Bruckenthal-Museum immer wieder in meiner Kindheit besucht, sodass das für mich ein besonderes Anliegen ist, sozusagen aus meiner Kindheit heraus, mich mit dieser außerordentlichen Figur des Barons von Bruckenthal zu beschäftigen.
Und das ist jetzt nach 30 Jahren zu einer Form gekommen, zu der ich als Bildhauer stehe, die ich gerne realisiert sehen würde. Ob das Denkmal schon 2021 stehen wird, werden wir noch früh genug erfahren. Er ist der Vorsitzende des Regionalforums Altreich und auch leidenschaftlicher Fotograf. Die Quelle seiner Inspiration ist immerwährend und endlos, wird seit Jahrhunderten in allen Formen verewigt und verehrt. Er ist zudem Botschafter der Region Donaudelta, dieses einzigartigen Areals am Schwarzen Meer. Wir laden Sie nun auf eine romantische Reise mit Dr. Klaus Fabricius ein. Das Donaudelta hat bereits ganze Generationen von Wissenschaftlern und Autoren von nah und fern fasziniert. Seitdem das Reisen in die Region sicherer und leichter geworden ist, ist die Zahl der Bildbände und der wissenschaftlichen Abhandlungen zum Thema explosiv gestiegen. Die meisten Besucher kommen zum Vogelbeobachten hierher. Beim Paddeln entlang der Wasserarme und Kanäle überrascht die Dichte der Vogelkolonien an den Ufern. Dass Klaus Fabricius, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen im Altreich, immer wieder das Donaudelta besucht, sollte eigentlich niemanden überraschen. Meine Liebe zur Natur hat schon sehr früh angefangen. Ich bin Hermannstädter. Sie wissen ja, wie es ist mit der Tradition in Hermannstadt. Sonntag ist man nie zu Hause. Sonntag ist man in der Umgebung, ist man in den Bergen, ist man mal näher, mal weiter, mal oben im Gebirge, mal unten im Tal. Also es hat sehr, sehr früh angefangen. Zuerst, ich war mit meinen Eltern fast jeden Sonntag unterwegs. Die Schule, ja. Und das muss ich sagen, in der Schule haben wir sehr gute Naturkundelehrer gehabt. Es war Professor Richard Schuller und vor allen Dingen unser Französischlehrer, der Rolf Weyrauch. Der hat uns sozusagen auch den Sammelmorb in uns gebracht, ja, also von klein auf, also von der Schulzeit schon, war ich Schmetterlingssammler und Käfersammler, so wie alle anfangen. Und das hat mich sehr, sehr nahe zu der Natur gebracht. Und es ist natürlich wunderschön. Es ist wohl kein Zufall, dass die Liebe zur Natur seine spätere Berufswahl maßgeblich bestimmte. Ich glaube, schon im 5. Schuljahr war es bei mir klar, dass ich Naturwissenschaft studieren werde. So ganz die Richtung war noch nicht so klar. Die ist dann in den letzten Jahren klar geworden. Und auch von Anfang an ist es klar geworden, oder hat sich so sehr der Pflanzenschutz ein wenig konturiert. Denn wer sind die Schädlinge der Pflanzen? Das sind Insekten. Insekten haben mich schon immer beschäftigt. Meine Doktorarbeit ist über Insekten, meine Diplomarbeit war über Insekten. Dann, naja, mit dem höheren Alter kommt man noch in weitere Umgebungen, nicht? Das ist klar. Als Kind ist man mehr in der Umgebung von zu Hause. Und dann so haben die Ausflüge angefangen, mit dem Fahrrad, mit dem Zug. Und so kam ich vor 55 Jahren das erste Mal in Donaudelta. Es war natürlich für einen Hermannstädter, der nur die Berge kennt und nur die Berge liebt, war es eine Faszination.
ist in einer ganz anderen Welt. Das viele Wasser, die Seen, die Donau an und für sich, das Schilf, ja, das sind alles Landschaften, die einer natürlich, der unter den Bergen aufgewachsen ist, beeindruckt. Genügend Wasser im Donaudelta, aber die Wasserhöhe schwankt im Donaudelta manchmal zwischen 1-2 Meter Höhenunterschied. Das ist sehr viel für das Donaudelta. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in den alten Weiden auch die Seeadlerneste sind. Und ob wir einen Jungvogel sehen oder nicht, das werden wir sehen. Das hängt doch ein wenig von Glück ab. Denn die haben auch Hunger und kommen in die seichteren Stellen der Donau, wo sie eben viel leichter einen Fisch ergattern als in der strömenden Donau. Das Fischerdorf Mila 23 ist in der nächsten Nähe der größten Pelikankolonie. Die große Pelikankolonie ist hier im Norden, also zwischen dem Fischerdorf und dem Wald Letia. Und da brüten jetzt ungefähr, so sagen wir 4.000-5.000 rosa Pelikan-Pärchen. Und wir hoffen, dass wir sie wenigstens bei ihrem Nahrungsflug, wenn sie die Seen überqueren und den Fisch suchen in der nächsten Nähe. Der nächste Nähe heißt 30 Kilometer. Sie fliegen am Tag auch bis zu 60 Kilometer hin und zurück, um sich zu nähren und etwas für ihre Jungen mitzubringen. Und wir hoffen, dass wir sie im Flug sehen. Die beiden geschützten Vögel, das ist der Sichler, ein Ibisvogel, oder der Löffler mit diesem wunderschönen Schnabel, nicht? Aber dazu braucht man natürlich viel mehr Geduld. Man kann die nicht alle, sagen wir, in 8 Stunden sehen. Das ist die Zeit, die wir hier verbringen. Nicht? Und bis zuletzt möchte ich noch die Kormorane, die beiden, den großen und den kleinen Kormoran, und nicht zuletzt die Pelikane. Die sind auch im Vogelbuch nicht besonders gut gelungen, weil sie eine Seltenheit sind, in Europa nur bei uns zu sehen. Ja. Dann kam natürlich die Liebe zur Fotografie, auch sehr früh. Ja, Insekten fotografieren ist schwer, ja. Also fotografiert man als größere Objekte und da bieten sich die Vögel an. Die Vögel sind sowieso eine der bekanntesten Tiergruppen, die wir haben. Warum? Sie fliegen, wir sehen sie. Und sie können fliegen und wir nicht. Mit Geräten können wir fliegen. Also wir brauchen einen Drachen oder wir brauchen ein Flugzeug oder einen Ballon, um in die Luft zu kommen. Aber alleine können wir das nicht. Aber die Vögel können das. Geflügelte Welt heißt die Fotoausstellung, mit der Klaus Fabricius noch einmal die Schönheit des Donaudeltas ins Rampenlicht rücken lässt.
Es sind Bilder aus der Natur, aus dem Donaudelta und aus anderen Gebieten, nicht nur aus Rumänien, sondern auch aus Europa, aus Naturschutzgebieten. Und es geht hauptsächlich um schöne Vögel. Es ist die bunte Blauracke oder der ganz, ganz häufig und banale Sperling oder es sind Pelikane, geschützte Arten wie der Löffler, der Seeadler, also seltene Arten, die unter strengem Naturschutz stehen und die wir versuchen, den Bürgern etwas näher zu bringen. Natürlich steckt viel Liebe hinter diesen Bildern, aber ich bin ein Amateur. Ich mache das sehr, sehr gerne und fotografiere seit vielen, vielen Jahren und das ist mein Hobby. Ich habe sicher eins meiner Lieblingsfotos ist das Foto mit der Blauracke oder sagen wir auch der Titel mit dem Gockel. Ein Gockel ist immer ein sehr, sehr beliebtes Fotomotiv. Das ist doch das einzige Haustier in der ganzen Ausstellung. Alles andere sind eben Tiere in der Wildnis. Ein Fleck Natur, der wirklich einzigartig ist in Europa. Auf die Wanderausstellung mit dem Titel Faszination Donaudelta sowie auf das gleichnamige Hochglanzbilderbuch, herausgegeben im Hermannstädter Hontirus Verlag zusammen mit Dr. Mircea Bogdan, kann Dr. Klaus Fabricius mit Recht stolz sein. Natürlich, man muss ihm vor allen Dingen, wenn man Vögel fotografiert, lernt man sie auch schön langsam kennen. Im Volksmund, die Rumänen, würde ich sagen, haben nicht so eingehende Volksnamen für die kleinen Tierchen wie die Deutschen. Also, wenn Sie einen mit einem Bauern fragen, der sagt Ihnen, das ist ein Bock, ja, von den Käfern. Aber in der deutschen Nomenklatur haben wir mindestens 100 Böcke. Ja, wir haben den großen Eichenbock, wir haben den kleinen Eichenbock, wir haben den Alpenbock, wir haben den Trauerbock, wir haben verschiedene Böcke. Nicht, also es ist ganz anders. Bei den Franzosen, bei den Rumänen, die sind etwas, sagen wir in dieser Beziehung, etwas legerer. Ich würde nicht sagen oberflächlicher, aber das interessiert sie nicht so genau, ob der jetzt 3 Flecken oder 5 Flecken hat auf seinen Flügelchen. Ja, und das ist auch eine Herausforderung, dass sie erst, und es kommen natürlich die Bestimmungsbücher hinzu. Dann sieht man und dann sagt man, aha, also die Art habe ich. Ja, der hat ja auch noch 2 Verwandte, also muss ich denen auch nachgehen. Ja? Also wir haben nicht nur den Seidenreiher, aber wir haben auch den Fischreiher und wir haben auch den Purpurreiher und dann haben wir auch noch den Löffler daneben und so geht es auch mit den Pelikanen. Ja, natürlich, alle wissen wir, dass der Pelikan ist das Symbol des Deltas, aber im Donaudelta leben 2 Pelikanarten. Das ist der rosa Pelikan, das ist der Krauskopf-Pelikan. Diese zu unterscheiden und dann zu fotografieren, das ist auch sehr, sehr schön und das ist man hat eine Genugtuung, wenn man dann sagt, so, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er vor der Linse, jetzt habe ich ihn fotografieren können. Das ist leider so, die Kinder von heute unterscheiden schon sehr, sehr früh mindestens 10 bis 20 Automarken. Die können alle Autos, die sagen ihnen auch noch das Baujahr. Ja. Aber sie unterscheiden keine 10 Vögel mehr. Und auch keine 10 Pflanzen mehr. Und das ist nicht in Ordnung. Wir leben ja in der Natur, auch wenn wir Stadtbewohner sind. Wir leben in der Natur und wir sollten eigentlich die Umgebung, unsere Umgebung, besser kennen. Liebe Zuschauer, wir verbleiben auch nach der Pause weiterhin im Bereich der Kunst und des Theaters. Bis dahin aber sind zunächst meine Kollegen aus dem Nachrichtenstudio wieder dran. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir verbleiben weiterhin im Bereich der Kunst und begeben uns nach Temeswar auf die Spuren einer Kronstädter Künstlerdynastie, die seit über 100 Jahren tätig ist. Mehr wollen wir Ihnen aber nicht verraten. Kommen Sie mit. Eine Ausstellung ganz besonderer Art wurde am 18. Oktober im Barockpalais am Temeswarer Domplatz eröffnet. Zu sehen sind Kunstwerke aus vier Generationen der Kronstädter Malerdynastie Matisse-Deutsch. Astăzi vom avea o expoziție Matisse-Deutsch și generațiile succesive. Sunt patru generații din aceeași familie. E vorba de un expresionist de origine săsească din Transilvania, care dă un contur mitelo-european, central-european, artei românești și transilvanene totodată, deci se așează foarte bine în contextul european. Și deci în seara aceasta vom vorbi puțin despre ce înseamnă modernitatea din punctul de vedere al istoricului culturii, dar și al celui care e pasionat și interesat de artă. Și mai cu seamă vom vedea perspectiva curatorului acestei expoziții, că e vorba de Thomas Emmerling, care este un renumit curator german, care colaborează cu noi, ceva cu totul special. Yes, it's true, I like to come to Timișoara. Every time when I come here, I have the feeling it is summer, like in this week. But it's also I like to come here because Timișoara is a place of culture, through and through. And when we had the idea to create this exhibition of four generations of the family Matisse-Deutsch, I was thinking the first moment, Timișoara is the right place to show it. Timișoara is the European Capital of Culture 2021. And Timișoara is the capital of modernity in Romania. And through this fact, I think an exhibition where it goes about modernity is fitting to Timișoara. A fost o colaborare, rezultatul unei colaborări pe care am avut-o cu un curator germano-român, Thomas Emmerling. Domnia s-a propus ca să avem o expoziție Matisse-Deutsch și familia sa de artiști, patru generații de artiști, să expunem în Palatul Baroc, în Muzeul de Artă din Timișoara. Sigur că ne-a încântat ideea, cu atât mai mult cu cât știam că este vorba de personalități ale vieții artistice transilvane și românești totodată și care se ridică la o cotă europeană. Acesta a fost motivul principal pentru care noi am gândit, am realizat împreună cu domnul Emmerling, dar bineînțeles că am fost ajutați și de alte instituții, cum ar fi Centrul Cultural German, Ambasada Austriei și nu în ultimul rând vreau să menționez că întreaga noastră activitate se datorează suportului pe care ni-l dă Consiliul Județean Timiș.
zunächst mal war natürlich die Ausstellung in Michelsberg mit Arc des Matthias Deutsch am Flughafen in Hermannstadt und bei uns im Kunsthaus 7b in Michelsberg. Das war im vergangenen Sommer. Und so sind wir in vielen Gesprächen auf die Idee gekommen, mal alle vier Generationen Matthias Deutsch zu zeigen. Das gab es bisher noch nicht in Rumänien, noch nicht anderswo. Und das fand man einfach spannend, alle vier Generationen mal zusammenzubringen. Gut, wir wollten natürlich jetzt gerade bei Hans Matthias Deutsch auch einen außergewöhnlichen Hans Matthias Deutsch zeigen. Normalerweise sieht man ja die Seelenblumen, das ist so schön blumig und fast fruchtig von den Farben. Aber wir zeigen hier den sozialistischen Realismus, weil es geht in der Ausstellung darum, dass wir immer, jeden Tag die Moderne, aber auch die Ästhetik sich neu verteidigen müssen. Und wir leben heute, nicht nur in Rumänien, in einer Zeit, in der die Moderne sich verteidigen muss. Wovor? Ja, die Anforderungen, die Anfechtungen sind schon viele. Also wahrscheinlich das Größte ist die Gleichgültigkeit. Wissen Sie, Kunst Avantgarde bedeutet ja immer, man nimmt etwas von der Philosophie, überträgt das in die Kunst überträgt das in die Gesellschaft. Da ist natürlich die Gleichgültigkeit oder das zu Hause vom Fernseher sitzen und eine Flasche Bier in der Hand ist natürlich gut. Das ist dann natürlich schwierig. Ne? Das Nachdenken, wir wollen damit nachdenken. Schauen Sie, wenn wir jetzt mal vielleicht gerade zu Hans Matthias Deutsch gehen, das sind natürlich der klassische sozialistische Realismus, aber in jedem Bild steckt die Systemkritik drin. Und das herauszufinden, dazu müssen wir natürlich nachdenken. Ist es ja so, dass Hans Matthias Deutsch ohne Frage einer der bedeutendsten Künstler der klassischen Moderne war. Er war ja befreundet mit Kandinsky, hat mit Paul Klee ausgestellt, Oskar Kokoschka, hat in München studiert, in Paris studiert. Natürlich hat er Picasso getroffen, all diese Leute. Er war ja da in diesen Kreisen unterwegs und kommt dann zurück nach, also er war ja, man muss sich das so vorstellen, er kam ja aus einer europäischen Großmacht. Das war ja sein Zuhause, Kronstadt damals, das war ja eine europäische Großmacht. Und dann kommt er zurück in ein sozialistisches Rumänien, in ein zentralistisches Land, in die Provinz. Da ist natürlich auch die Kultur zusammengeklappt, zusammengefallen. So, was wir hier aber zeigen wollen, ist der gesamte Querschnitt. Die klassische Moderne, das lebt in Skulptur, das lebt in Druckgrafik, das lebt in Malerei. Auch die Arbeiten, die an den Kubismus erinnern, die Arbeiten, die an Jugendstil noch ein bisschen angelehnt sind, das von der Bildkomposition, das alles haben wir hier zusammengetragen, um die Vielseitigkeit von Hans Matthias Deutsch zu zeigen. Er ist sicherlich einer der wichtigsten. Janosch Matthis, geboren 1913, 1988 gestorben. Janosch Matthis ist der weniger Bekannte aus der Familie, obwohl seine Verdienste nicht minder groß sind. Er hat zum einen, was mich persönlich sehr fasziniert, in der Keramik, er nimmt die alten siebenbürgisch-sächsischen Keramiken
und malt die aber nicht blau oder in den rumänischen Motiven dann braun und grün an, sondern er malt sie an mit Motiven aus seinen Bildern, mit Figuren aus seinen Bildern. Das hat sonst nur der spanische Künstler Juan Miró oder vielleicht Picasso getan. Also wenn Sie so wollen, haben wir auch unseren Miró in den Siebenbürgisch-Sächsischen, in unseren Siebenbürger-Sachsen. Das ist 1972 gemalt worden. Das ist schon der Übergang von seinem Vater Hans Matthies, wo er sehr viel aufgenommen hat, von der Farbkomposition, auch von der Bildaufteilung und insbesondere wieder, was sein Vater Hans Matthies Teutsch aus Paris mitgebracht hat, aus der Bekanntschaft mit Henri Matisse, die Darstellung der Figuren. Darüber hinaus fällt auf bei Janosch Matthies die Farbintensität. Und da sind auch Bilder dabei, hier diese drei, die bisher noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt worden sind. Das ist eine Weltpremiere, die wir hier in Temesvar zeigen. Ein neuer Saal, eine neue Generation Matthies Teutsch. Ja, das ist Waldemar Matthies Teutsch, geboren 1950, lebt heute in Kronstadt. Und Waldemar Matthies Teutsch ist einer der international etablierten Künstler. Der war in Basel auf der Kunstausstellung, der war in Frankfurt, der war, hat in München einige Ausstellungen gehabt, auch in der Schweiz. Ja, das ist einer, der sich international sehr gut etabliert hat. Und er hat im Prinzip, wir zeigen auch hier wieder in einem relativ kleinen Raum, aber ein Oeuvre, das, oder ein Gesamtwerk, das ziemlich breit gefächert ist. Auf der einen Seite die Malerei, auf der anderen Seite die Lenzikularbilder. Das sind kleine Linsen, kleine Glaslinsen, die ein Gesamtwerk ergeben. Er ist sehr stark auch beeinflusst von Victor Vasarely, der ja auch in Michelsberg war im vorigen Jahr. Und er ist auch sehr stark beeinflusst von der Liebe zur Farbe, die in der Familie, in den Genen zu stecken scheint. Bei den Bildern, die ja sehr einfarbig ausschauen, wenn man näher hinschaut, merkt man zum Beispiel hier, dass das die orientalischen Teppiche der Schwarzen Kirche in Kronstadt darstellt. Dazu braucht man jetzt natürlich etwas Fantasie, aber wenn man her nach Temesvar in die Ausstellung kommt und geht nahe ran, dann sieht man das auch. Nahe hingehen, dann sieht man ja, die Goldpunkte heller, dunkler. Die hat er verschieden, also die Farbintensität der goldenen Punkte
ist unterschiedlich und dadurch entsteht die Struktur, das Teppichmuster. Hier in diesem Raum haben wir die Arbeiten von Agnes Matthes-Teutsch aufgebaut. Agnes Matthes-Teutsch ist die jüngste Generation und was wir hier sehen, ist natürlich auch eine Reminiszenz an den Urgroßvater. Das sind Neuinterpretationen, zum Beispiel The Yellow Landscape, also die gelben Landschaften ihres Urgroßvaters hat die Agnes Matthes-Teutsch nochmal neu überarbeitet. Aber darüber hinaus sieht man hier auch Kunst, die sie selbst am meisten schätzt. Das ist die sogenannte konkrete Kunst. Also da, wo es dann einfarbig wird und da, wo es dann nur die Farbe als solches noch wirkt. Und das sind eigentlich auch ihre Stärken. Wir haben mehrere Bilder, vor allem diese zwei Reinterpretationen von den Werken meines Urgroßvaters und meines Großvaters, Janos Matthes und Hans Matthes-Teutsch. Natürlich haben sie auch meinen eigenen Stil mit einbezogen, diese Bilder, deshalb sind sie auch so besonders. Hier haben wir eine Trilogie, die heißt Love Story, und die Figuren habe ich von den Vasen meines Großvaters abgezeichnet und in einen anderen Kontext hineingeschmissen sozusagen. Und dadurch ist diese Trilogie zustande gekommen. Und die ganz persönlichen Werke wären das große, das ist Soul Forest, ein ganz neues. Und das habe ich auch so benannt, weil es ja die Seelenblumen von meinem Urgroßvater gibt. Und dies ist dann so eine Art Antwort, moderne Antwort auf die Seelenblumen, obwohl sie nicht mehr gemeinsam haben als den Titel. Aber das ist, es ist halt ein modernes Werk und die drei anderen sind konkrete, sind aus der konkreten Kunst und sie haben noch das Gedicht dazu, auch ein konkretes Gedicht, das ich geschrieben habe. Und das sind die letzten vier modernen Werke von mir. Cât timp o să putem vedea această expoziție aici? 5 luni de zile. Deci va fi o expoziție de lungă durată, pentru că noi am gândit ca odată cu această expoziție să dezvoltăm și câteva, să organizăm câteva dezbateri, colocvii, împreună cu specialiști din țară și din străinătate, să avem o serie de conferințe legate de problematica culturală a României în context european, să aducem prin câțiva cărturari din Germania, din Austria, idei novatoare cu privire la acest fel de expoziții și acest fel de expresionism pe care îl reprezintă familia Matthes-Teutsch. Vom Tennisspieler, Alpin- und Eiskunstläufer über Feuerwehrmann und Germanist bis hin zum Sänger, Stuntman, Pilot und schließlich Schauspieler und Regisseur. Es sind in der Tat erträumte Berufe eines jeden kleinen Jungen. Für ihn war das aber gelebte Geschichte. Jahrelang unter anderem auf der Bühne des Temeswarer Deutschen Staatstheaters. Unlängst ist er von uns gegangen. In den folgenden Minuten wollen wir uns gemeinsam an Bernd von Böhmches erinnern. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Ihr seid hier? Wir
Geschäftsleute. Und ihr gehört hier, Bagage. Zweites finnisches Regiment. Wo sind eure Papiere? Papiere? Das ist doch immer mein Bagage. Telefon gehört. Warum heißt sie Courage? Mit dem Telefon zu Phoenix, nur jede Medizin, ja jede Medizin, ja jede Medizin. Mit dem Telefon zu Phoenix, nur jede Medizin, angenehm und sehr bequem. A Szekszárdi Kapuaj galériában a hónap végéig Adorjáni Endre fotóreprodukciós kiállítása várja a látogatókat. Őcsényben az Általános Művelődési Központban az Art 999 Tolna megyei képző és iparművészeti egyesület tárlatát tekint. Gefragt, warum ich eigentlich diesen ganzen Aufwand mache, weil ich diesen ganzen Trubel, Hass und Hektik auf mich nehme. Meine Antwort ist ganz einfach. Es ist meine Berufung. Ich spüre die Notwendigkeit, den Leuten Freude zu bringen und Besinnlichkeit. Und bei diesem Beruf ist es natürlich viel schwerer als in anderen Berufen, weil wir haben eigentlich relativ wenige Werkzeuge. Wir haben nur unseren Körper, unsere Sprache und unsere Stimme. Da beneide ich zum Beispiel manchmal meinen Vater. Der hat wesentlich mehr Werkzeuge, um das auszudrücken, was er denkt und was er fühlt. Er hat seine Farben, seine Pinsel, seine Zeichnungen, seine Stifte. Und er ist nicht an einen gewissen Text gebunden, der mir zum Beispiel vorschreibt, was ich sagen muss. Wie ich sage, das ist dann meine Arbeit. Und an der Reaktion des Publikums sehe ich dann, ob ich ihn gut gesagt habe oder nicht. Welches ist mein Lohn für diesen ganzen Aufwand? Natürlich der Applaus und meine Genugtuung, wenn ich in den Augen, am Ende der Vorstellung, in den Augen der Zuschauer
die Freude oder die Betroffenheit sehe und das Strahlen, dass es ihnen gut getan hat, in dieser Vorstellung zu sein. Das ist für mich der größte Lohn. Ich bin hier an einem netten Rasthof. Der ist ungefähr auf dem halben Weg zwischen Szeged und Szekszárd. Und da trinke ich gewöhnlich meinen Cappuccino. Jetzt muss ich mal nachschauen, was ich hier noch zu tun habe. Also da, war ich noch in Temeswar, hier bin ich dann schon in Szekszárd. Heute Nachmittag noch eine Probe und morgen dann die Vorstellung. Und apropos, dass ich in Ungarn bin, da muss ich auch meine Uhr umstellen. Und zwar eine Stunde zurück. Das hat den Vorteil, dass ich eine Stunde gewinne. Aber nur, wenn ich nach Ungarn fahre. Wenn ich nach Rumänien fahre, dann verliere ich eine Stunde. Das ist dann immer schlimm. Szekszárd. Der Mensch, der keiner ist, der nicht als Mensch, der selbst.
sich selbst niemals gesteht. I did it my way. Daneben ist eigentlich eine Hetze von da nach drüben. Ein endloser Weg, wie das ganze Leben von einer Bühne zur anderen, aber auch das Leben ist ein Weg. Ich frage mich oft, wie weit dieser Weg führt und wann er aufhört. Jetzt sehe ich gerade, da habe ich in den letzten 10 Tagen, bin ich 3000 Kilometer gefahren. Na, das ist ja eine ganz gute Leistung. Ihr Branntwein ist vorzüglich, aber weil wir vom König sprechen, die Freiheit, die ihr Woche hat einführen wollen in Deutschland, hat sich der König genug kosten lassen, indem er die Salzsteuer eingeführt hat in Schweden. Und dann hat er noch die Deutschen einsperren und vierteilen lassen müssen, weil sie zu sehr an der Knechtschaft gegenüber ihren Kaiser hingen. Freilich, wenn einer nicht hat frei sein wollen, da kannte der König keinen Spaß. Ja, und zuerst wollte er ja nur Polen beschützen, aber mit dem Essen kam der Appetit und da hat er ganz Deutschland beschützt. Ja, und so hatte der gute König nichts als Ärger mit seiner Güte und die Auslagen musste er natürlich über die Steuern eintreiben. Ihr Branntwein ist vorzüglich, Frau Vierling, aber da wir gerade vom König sprechen, die Freiheit, die er einführen wollte in Deutschland, die hat sich der König genug kosten lassen, indem er die Salzsteuer eingeführt hat in Schweden. Ja, und dann hat er die Deutschen noch einsperren und vierteilen lassen müssen, weil sie zu sehr an der Knechtschaft gegenüber ihrem Kaiser hingen. Und diese deutsche Minderheit ist 50 Jahre lang in einem Käfig gehalten worden, mit wenigen Rechten und sehr vielen Pflichten. Und jetzt, wo Europa die Grenzen auflöst, ist es eigentlich unsere Pflicht als Künstler und Schauspieler, diese deutsche Minderheit zusammenzubringen, zu vereinen. Nicht nur die physischen Ländergrenzen auflösen, sondern sämtliche Grenzen, die kulturellen, die spirituellen Grenzen, das wäre eine schöne Aufgabe. Dass wir alle zusammen hier arbeiten und das Deutschtum, das es einmal hier gegeben hat, in großem Maße aufrechtzuerhalten und die deutsche Kultur und Kunst hier zu bewahren, das ist eine wichtige Sache. Ja. Es ist interessant, manchmal festzustellen, wie das Schicksal spielen. Es war schon immer mein Traum, einmal diese drei gestandenen Theater, nämlich Hermannstadt, Temeswar und Sexarth, Hermannstadt DST und DBU, irgendwie zusammenzuziehen, wenigstens zu einer Koproduktion oder wenigstens einmal da, einmal dort zu arbeiten. Und dann habe ich noch gehört, da gibt es in Kroatien irgendetwas, was deutschsprachig arbeitet. Das müssen wir noch mal sehen, was das ist. Tja, und jetzt hat mich das Schicksal her nach Sexarth verschlagen. Aber meinen Traum gebe ich noch immer nicht auf. Es ist eigentlich sehr schön, dass man einmal da, einmal dort arbeiten kann, vor allen Dingen jetzt, wo in Europa die Grenzen einer nach der anderen fallen und man kann die Leute irgendwie zusammenkriegen. Und mein großer Traum, ja, mein großer Traum, das ist der Mann von La Mancha. Das möchte ich einmal spielen, und zwar als Co-Produktion mit all diesen Theatern zusammen. Das wäre mal eine interessante Sache. Ich glaube, das wäre auch eine sehr schöne Sache. Ich bin neugierig, ob ich die Leute davon überzeugen kann, dass wir das machen. Aber schön wäre es. Thank you.
Das ist jetzt das letzte Stück. Und jetzt muss ich nach Temeswar. Yeah. Ja, heute Nacht noch. Dann fahre ich nämlich, da muss ich Mutter Courage spielen. Das ist was ganz anderes. Kabarett ist hier für die Leute, war sehr schön, lustig. Und jetzt muss ich morgen in Temeswar Mutter Courage spielen. Das ist eben unser Beruf. Einmal das Ernste, einmal das Lustige. Naja, nehmen wir unsere Klamotten. Ich habe jetzt noch 5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann geht's ins nächste Theater. Liebe Zuschauer, nun ist es an der Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Schalten Sie auch nächsten Donnerstag unsere Sendung wieder ein. Wir erwarten Sie dann mit neuen und spannenden Themen wieder. Alles Gute und bis demnächst. Tschüss.